Jeden Tag werden grausame Schlachten ausgetragen. Mit denen sollte man sich nicht anlegen. Von winzigen Monstern. Die sind wie Bolzenschneider. Die haben riesige Mäuler, ganz enorme Mäuler. Mit außergewöhnlichen Kräften. Er wird in die Luft geschleudert, gebissen, gekillt. Sie sind bewaffnet und gefährlich. Dank seiner unglaublichen Schnelligkeit hat das Opfer keine Chance. In einem Kampf um Leben und Tod kann es nur einen Sieger geben. Willkommen bei den Monsterduellen XXS. Der Schauplatz kann der tropische Regenwald sein, die Wüste oder der heimische Garten. Überall kommt es zu tödlichen Duellen. Und jeder Kampf ist einzigartig. Was passiert, wenn ein Riesenhundertfüßer auf eine Königsgrille trifft? Es ist ein Kampf bis zum Tod. Das ist ein männlicher Riesenhundertfüßer. Eine der unbarmherzigsten Kreaturen in der Welt der Krabbeltiere. Bewaffnet mit tödlichen Giftklauen. Er ist der Inbegriff des unheimlichen Killers. Und frisst so ziemlich alles, was ihm in den Weg kommt. Sie sind grausam und haben meistens miese Laune. Mit denen sollte man sich nicht anlegen. Er kann bis zu 25 cm lang werden und jedes seiner 42 Beine hat eine messerscharfe Spitze. Dies sind tödliche Waffen. Wenn er zuschnappt, dann mit seinen Beinen. Hinter ihrem Kopf sitzen die Giftklauen. Im Grunde genommen Beine, die sich im Laufe der Evolution zu gefährlichen, sichelförmigen Mundwerkzeugen entwickelt haben. In seinen Kiefern steckt eine tödliche Dosis lähmenden Gifts. Centipede Venom. Hundertfüßergift ist gefährlich. In den meisten Fällen haut es den Gegner um. Doch dieses Tier hat den Regenwald nicht für sich allein. Sein großer Rivale ist die Königsgrille. Ihre Waffen? Ein kräftiger Biss und ein vernichtender Tritt. Die Königsgrille frisst so ziemlich alles, was sie zu fassen kriegt, tot oder lebendig. Sie ist Aasfresser und Räuber zugleich. Ein massiver Außenpanzer schützt sie vor ihren Feinden. Und ihre Beine sind besonders kräftig, denn im Gegensatz zu anderen Grillen kann die Königsgrille nicht fliegen. Sie braucht keine Flügel, denn sie hat eine unglaubliche Sprungkraft entwickelt. Sie schafft mit einem Satz 20 Mal ihre eigenen Körperlänge. Ihre Beine sind mit tödlichen Stacheln übersät. Ein einziger gezielter Tritt kann tödlich sein. Ihre Hauptwaffe sind die kräftigen Oberkiefer an der Vorderseite der Mundöffnung. Sie sind wie Bolzenschneider. Sie haben eine Wahnsinnsbisskraft, wahrscheinlich die größte in der Insektenwelt. Wäre die Königsgrille so groß wie ein Mensch, könnten ihre Kiefer Beton zermalmen. Diese beiden kämpfen in der gleichen Gewichtsklasse. Wenn sie aufeinandertreffen, weiß man nie, wie es ausgeht. Der Hundertfüßer wird versuchen, am Kopf anzugreifen, um die Königsgrille möglichst schnell zu töten oder zu lähmen. Oder er attackiert ihre Hinterbeine und versucht, sie zu brechen. Die Hinterbeine mit ihren großen Stacheln könnten die sehr weiche Haut an den Flanken des Hundertfüßers verletzen. Diese weibliche Königsgrille hat einen kleinen Grashüpfer zum Abendbrot erbeutet. Aber jetzt wird die Jägerin zur Gejagten.
Das Sehvermögen eines Riesenhundertfüßers ist schwach, doch seine Nase dafür umso feiner. Er wittert die Königsgrille und geht auf Tuchfühlung. Die Königsgrille wehrt sich mit einem mächtigen Kick und befördert den Feind in den Staub. Im Kampf teilt sie kräftige Tritte mit ihren Hinterbeinen aus. Die großen Stacheln an ihren Hinterbeinen kommen sogar durch Menschenhaut. Um diesen Kampf zu gewinnen, muss der Hundertfüßer diese Beine außer Gefecht setzen. Die Königsgrille versucht, sich mit Tritten zu befreien. Vergebens. Der Hundertfüßer lässt nicht locker. Er hält sein Opfer mit allen 42 Beinen fest. Hundertfüßer sind abgebrühte Angreifer. Sie wickeln sich um ihre Beute, halten sie mit den Beinen und Mundwerkzeugen fest und beißen immer wieder zu. Der Hundertfüßer muss die Schwachstelle im Panzer des Gegners finden. Die Beine der Königsgrille sind bewegungsunfähig. Sie versucht zu beißen, doch der Feind lässt sich nicht packen. Diese Oberkiefer könnten den Außenpanzer eines Hundertfüßers problemlos durchbrechen. Die Uhr der Königsgrille läuft ab. Der Hundertfüßer findet einen Spalt in ihrem Panzer und rammt seine Giftklaue hinein. Die Klaue gräbt sich tief in den Körper und injiziert das lähmende Gift. Jetzt kann den Riesenhundertfüßer nichts mehr aufhalten. Er verschlingt die Königsgrille bei lebendigem Leibe, trennt ihren Kopf ab und gräbt sich in den Körper hinein. Gute Manieren sehen anders aus. Der nächste Kampf um Leben und Tod spielt sich in der gemäßigten Klimazone ab. Was passiert, wenn sich eine St. Andreas-Kreuzspinne und eine Portia-Springspinne zum Duell verabreden? Diese weibliche St. Andreas-Kreuzspinne ist eine meisterliche Fallenstellerin. Ihr Gift ist tödlich, doch ihre Hauptwaffe ist das kunstvolle Netz. Sie sind erstklassige Trapezkünstler und können sich in diesen klebrigen Netzen sicher und sehr schnell bewegen. Sie konstruieren diese sehr stabilen Kreuze im Netz und verschmelzen optisch mit ihnen. Die St. Andreas Kreuzspinne kann nur sehr schlecht sehen. Das Geheimnis ihres Erfolgs sind tausende winzige Härchen. Die Haare auf ihrem Körper sind so unglaublich empfindlich, dass sie sogar den Luftzug spüren können, wenn ein Insekt mit den Flügeln schlägt. Das Netz wird zu einer Art Erweiterung ihres Körpers. Selbst kleinste Bewegungen spüren sie sofort. Kein anderes Tier kann seine Beute so schnell in ein Netz wickeln. Dann beißt sie zu und lähmt ihre Beute mit einem schnell wirkenden Gift. Doch ein Tier lässt sich nicht vom Netz der St. Andreas-Kreuzspinne beeindrucken. Im Gegenteil, dieses Tier geht sogar freiwillig ins Netz. Das hier ist eine weibliche Portia-Springspinne. Sie kommt aus dem Nichts und tötet wie ein Ninja. Auch die Portia hat ein tödliches Gift und ihre Lieblingsspeise ist andere Spinnen. Die Portia gehört zu den Besten der Besten. Sie ist darauf spezialisiert, vor allem andere Spinnen zu fressen. Und
Sie kann springen, schier unglaubliche Sätze von bis zu einem Meter. Ein Mensch mit solcher Sprungkraft könnte 3 Stockwerke hochspringen. Die Portia gilt als die klügste Spinne überhaupt. Sie ist ein unglaublich intelligentes Geschöpf. Sie kann die größte Stärke ihres Gegners zu seinem Schwachpunkt machen. Die Portia bewegt sich an den Rand des Netzes und zupft zart daran, als ob sie eine Beute im Netz wäre. Wenn die andere Spinne auf den Trick hereinfällt und zum vermeintlichen Opfer eilt, wird sie direkt in die Falle der Portia laufen. Das ist ein beeindruckendes Verhalten mit erstaunlichem Kalkül. Für die Portia ist das nicht ohne Risiko. Sie könnte sich im Netz verheddern und blitzartig von der St. Andreas-Kreuzspinne eingewickelt werden. Die Portia darf sich keinen Fehler erlauben. In der Welt der Krabbeltiere tummeln sich viele ruchlose Killer, immer auf der Suche nach Streit. Für sie ist jedes andere Lebewesen eine potenzielle Mahlzeit. Doch die Portia-Springspinne ist anspruchsvoller und hat sich auf Artgenossen spezialisiert. Die St. Andreas-Kreuzspinne ist größer und stärker. Aber kommt es in diesem Mikrokosmos wirklich auf die Größe an? Hoch über dem Waldboden wartet eine St. Andreas-Kreuzspinne auf Beute. Doch dann bekommt sie unerwarteten Besuch. Die Portia steigt in den Ring. High Noon für 2 Hochseilkünstler. Diese Spinnen haben ein sehr gutes Gedächtnis. Auch wenn sie ihrer Beute kurz den Rücken zukehren müssen, finden sie blitzschnell den Weg zurück und greifen an. Eine Portia ködert ihre Opfer nicht nur. Manchmal springt sie ihre Beute auch direkt an. Es ist ein Überraschungsangriff. Ein Hochseilduell. Ein Knäuel von Beinen. Dann kann die Portia einen Treffer landen. Sie beißt zu und injiziert ihren tödlichen Giftcocktail. Innerhalb von Sekunden stirbt die St. Andreas-Kreuzspinne, gefangen im eigenen Netz. Die Siegerin begibt sich zu Tisch. Die Portia zählt zu den Besten der Besten. Das Leben in dieser Miniaturwelt ist wirklich kein Picknick. Und Wüstenbewohner müssen außerdem noch mit extremen Temperaturen zurechtkommen. Viele gehen deswegen lieber im Schutze der Dunkelheit auf die Jagd. Jede Wüstennacht ist ein Krieg. Wenn ein spinnenjagender Skorpion auf eine Wolfsspinne trifft, gibt es einen Kampf bis aufs Messer. Das hier ist ein Skorpionweibchen. Ihre Waffe? Ein Stachel mit Gift, stark genug, um Menschen zu töten. Es gibt 2 Arten von Skorpionen. Die eine hat große Scheren und einen kleineren Stachel. Bei der Jagd zerquetschen sie die Beute mit ihren Scheren. Die andere, wie der spinnenjagende Skorpion, haben diese winzig kleinen Scheren und bringen ihre Opfer mit ihrem Riesenstachel zur Strecke. Dieser Skorpion ist auf seinen Todfeind programmiert, die Spinne. Anhand feinster Vibrationen und Witterungen spürt er seine Beute selbst im heißen Wüstensand auf.
Mit federähnlichen Strukturen an ihrer Unterseite, den sogenannten Kammorganen, wittern sie ihre Beute. Indem sie den Boden sozusagen abschnüffeln, nehmen sie Fährte auf. Doch auch andere Jäger sind in der Wüste zu Hause, wie diese weibliche Wolfsspinne. Ihre Waffen? Messerscharfe Kieferklauen und tödliches Gift. Nachts kommt sie aus ihrer Erdhöhle und streift durch die Kühle. Sie besitzt ein Sichtfeld von 360 Grad. Wolfsspinnen sind sehr gute Räuber, weil sie ausgezeichnet sehen können. Was vor ihnen passiert, sehen sie scharf und detailliert. Und zu den Seiten sind ihre Augen besonders empfindlich für schnelle Bewegungen. Mit ihren riesigen Beißwerkzeugen kann es die Wolfsspinne auch mit großen Beutetieren aufnehmen. Sie durchtrennen spielend Weichgewebe und injizieren dann ihr Gift. Sie wirkt spezielle Verdauungsenzyme hoch und verflüssigt damit die Beute und schluckt sie dann wie einen Eiweiß-Milchshake hinunter. Doch nicht nur die Wolfsspinne will sich abends amüsieren. Wenn sie auf ihren Erzfeind trifft, ist das Ende stets offen. Sehen Sie jetzt, Wolfsspinne gegen Skorpion, wer wird überleben? Sie sind sich ziemlich ebenbürtig. Beide haben bedrohliche Waffen und sind respekteinflößende Räuber. Und für beide ist es ein Klacks, den anderen zum Mitternachtssnack zu machen. Entscheidend wird sein, wer den ersten Punch landet und sein Gift zuerst injiziert. Jeden Tag kommt es zu tödlichen Kämpfen im verborgenen Reich der Krabbeltiere. Ihre Waffen sind brutal, der Ausgang grausam. Der spinnenjagende Skorpion bevorzugt eine eher eintönige Diät, während die Wolfsspinne alles frisst, was sie kriegen kann. Wenn diese beiden sich in die Quere kommen, bleibt nur einer übrig. Der Skorpion erspürt Vibrationen und schnüffelt auf dem Wüstensand nach Fährten. Er hat eine Spur. Die Wolfsspinne wartet auf Beute. Sie ahnt nicht, was da auf sie zukommt. Das Duell kann beginnen. Wer sein tödliches Gift zuerst ins Ziel bringt, gewinnt. Sie sind sich ziemlich ebenbürtig. Beide haben bedrohliche Waffen und sind respekteinflößende Räuber. Der Skorpion greift zuerst an. Er stürzt sich auf sein Gegenüber und die Scheren schnappen zu. Er schwingt seinen Hinterleib nach vorn und versenkt seinen Stachel. Volltreffer. Sie sind wirklich sehr präzise und verschwenden ihr Gift nicht. Die Produktion ist biologisch sehr aufwendig. Deswegen gehen sie sparsam damit um. Der Angreifer sticht noch einmal zu. Ein weiterer Sargnagel, der noch mehr Gift in das Opfer pumpt. Innerhalb von Sekunden ist die Wolfsspinne gelähmt. Sie hat den Kampf verloren. Kaum hat der Skorpion sein Opfer überwältigt, macht er sich an die Zubereitung. Sie haben ein zweites Scherenpaar. Damit zerlegen sie ihre Beute. Gleichzeitig speien sie eine Verdauungsflüssigkeit aus, die alles zu einem Brei auflöst. Und dann schlürfen sie ihr kleines Festmahl. Das weiche Innenleben des Verlierers wird aufgesaugt. Zurück bleibt eine schlaffe Hülle im Sand. In dieser Welt gilt töten oder getötet werden. Was passiert, wenn sich die winzige Rotrückenspinne mit einer riesen Krabbenspinne anlegt? Es wird ein mörderisches Kräftemessen. Ja.
Die Rotrückenspinne zählt zu den erfolgreichsten Jägern der Spinnenwelt. Sie gehört zur Familie der schwarzen Witwe und, wie der Name schon andeutet, sind hier die Weibchen gefährlich. Die zierliche Spinne ist nur etwa 10 mm lang, aber sie hat eines der stärksten Gifte der Welt. Ihr extrem raffiniertes Gift hat eine unglaubliche Wirkung auf das Nervensystem. Die Rotrückenspinne baut ihr Netz in einem hohlen Baumstamm, eine trickreiche Falle. Sie spinnen Stolperdrähte, die bis zum Boden reichen. Bei Kontakt reißt das untere Ende. Ein größeres Tier wird am Bein nach oben gezogen, ein kleineres einfach in die Luft katapultiert. Mit dieser genialen Falle erbeutet die Rotrückenspinne Tiere 10-mal so groß, wie sie selbst sind. Dieses Tier ist in einer ganz anderen Gewichtsklasse, die weibliche Riesenkrabbenspinne. Ein Monster, das durch dieselben Wälder pirscht wie die Rotrückenspinne. Das Schwergewicht wird bis zu 15 cm groß, hat bis zu 6 mm lange Beißwerkzeuge und ist schnell wie ein Blitz. Spiders! Spinnenbeine bewegen sich normalerweise nicht seitwärts. Aber die Riesenkrabbenspinnen können in alle Richtungen laufen und das sehr, sehr schnell. Und sie haben empfindliche Sensoren. Jedes ihrer Haare funktioniert wie ein Mini-Bewegungsmelder, der die kleinsten Vibrationen registriert. Riesenkrabbenspinnen attackieren alles, was sich ihnen in den Weg stellt. Grillen, Wespen, Motten, Käfer. Eben alles, was sie in ihrem Lebensraum zu fassen kriegen. Die Riesenkrabbenspinne baut kein Netz. Das hat sie gar nicht nötig. Sie sitzt einfach nur still da, bis ihr etwas über den Weg läuft. Dann schnappt sie mit ihren extrem langen Vorderbeinen zu und schiebt sich ihre Beute in den Schlund. In der Welt der Krabbeltiere herrscht immer Krieg. Brutale Revierkämpfe sind an der Tagesordnung. Die winzige Rotrückenspinne hat ihre Falle scharf gemacht. Gleich um die Ecke jagt die gefräßige, 15 cm große Riesenkrabbenspinne. Die beiden Räuber sind auf Kollisionskurs. Das Netz der Rotrückenspinne ist ein Gewirr von Seidenfäden und bis zum Zerreißen gespannt. Eine kleine Berührung reicht, um die Falle auszulösen. Die Rotrückenspinne ist eine enorme Gefahr. Und die Riesenkrabbenspinne hat keine Ahnung, dass sie da ist. Die Riesenkrabbenspinne stolpert in das Versteck der Fallenstellerin. Plötzlich verhakt sich eines ihrer Beine in einem der gespannten Fäden. Wenn die Riesenkrabbenspinne den Stolperdraht erst ausgelöst hat, muss sie so schnell wie möglich abhauen. Die Rotrückenspinne rückt an. Sie fixiert das Bein der Rivalin. Sie wird immer mehr Fäden um ihr Opfer spinnen. Alle stehen unter hoher Spannung. So zieht sie die große Beute langsam in die Höhe. Die riesige Spinne kämpft, aber kann sich nicht befreien. Die Rotrückenspinne weicht geschickt den gewaltigen Giftklauen der Kontrahentin aus. Mit jedem neuen Faden kann sich die Gigantin weniger und weniger bewegen. Nur eine Minute und sie ist komplett fixiert. Die Rotrückenspinne vollendet ihr Werk. Sie versenkt ihre Giftklauen im Körper des Opfers. Sobald das Tier gefangen ist, beißt die Rotrückenspinne immer wieder zu.
Das Gift greift zuerst das Nervensystem an, dann verflüssigen spezielle Verdauungsenzyme das Innere des Beutetiers. Das Gift tötet innerhalb von Sekunden. Die Siegerin schneidet die Spinne von den Stolperdrähten los und schleppt sie in ihr Nest. Das Mahl unserer winzigen Riesenmörderin ist bereit, oder vielmehr ihr Proteindrink. Die Rotrückenspinne saugt das Opfer durch ein kleines Loch aus. Zurück bleibt nur der leere Außenpanzer. Das Leben dieser Kreaturen ist knallhart. Ein täglicher Überlebenskampf. Wenn ein Sandlaufkäfer sich mit einer Grillenschrecke anlegt, geht einer von beiden definitiv drauf. Ein männlicher Sandlaufkäfer durchstreift die Wüste auf der Suche nach einem Imbiss. Seine Waffen? Extreme Geschwindigkeit und überdimensionale Beißzangen. Der Sandlaufkäfer bringt seine Beute zur Strecke und zerfetzt sie. Er ist brutal, selbst nach Käfermaßstäben. Sandlaufkäfer sind furchterregend. Sie haben riesige Fänge, die etwa 10% ihrer Körpergröße ausmachen. Sie können das Maul schon voll haben und trotzdem weiterjagen und sich noch etwas greifen. Sie sind unersättlich. Sie sind die schnellsten Insekten der Welt mit über 4 Stundenkilometern. Rasend schnell. Das ist Top Speed. Sehr, sehr flink. Ein Mensch müsste es im Vergleich schon auf 50 Stundenkilometer bringen. Sie können sich schneller bewegen, als sie gucken können. Deswegen bleiben sie immer wieder unvermittelt stehen, um das Opfer zu lokalisieren. Sie halten an, schauen sich um, suchen nach ihrer Beute, entdecken sie, laufen wieder hinterher. Ziemlich hyperaktiv. Doch dieser manische Killer hat die Wüste nicht für sich allein. Auch die weibliche Grillenschrecke ist schnell und grausam. Sie hat monströse Unterkiefer, ihr Körper ist schwer gepanzert und wie der Sandlaufkäfer hat sie jeden zum Fressen gern. Die Grillenschrecke ist ein Räuber aus Leidenschaft. Sie stürzt sich auf jedes andere wirbellose Tier, das ihr in die Quere kommt. Jedes Opfer wird gnadenlos zerstückelt. Ihre Hauptangriffs- und Verteidigungswaffen sind die Unterkiefer. Diese beiden Hochgeschwindigkeitsmonster leben Tür an Tür. Und wenn sie aufeinandertreffen, bricht die Hölle los. Wer wird überleben? Das wird eine ganz enge Entscheidung. Beide sind immens gefährlich. Ich tippe auf den Sandlaufkäfer. Einfach, weil er so schnell ist und so kräftige Fänge hat. Für Krabbeltiere ist das Leben kein Ponyhof. Als Jäger und Gejagte kämpfen sie in einer uns meist verborgenen Welt voller brutaler Gewalt. Der Sandlaufkäfer ist ein Topkiller. Aber auch mit der Grillenschrecke ist nicht zu spaßen. Ein Sandlaufkäfer ist auf der Jagd. Er ist so schnell, dass er zwischendurch anhalten muss, um sich zu orientieren. Sie haben einen enormen Energieverbrauch und müssen viel fressen. Da entdeckt der Sandlaufkäfer die Grillenschrecke. Sofort schnappt er mit seinen Kieferzangen zu. Die Grillenschrecke versucht, sich loszureißen. Dann kontert sie mit einem Biss.
Der Käfer weicht kurz zurück, hat sich aber noch nicht aus dem Kampf verabschiedet. Jetzt packt er den Schwanz der Grillenschrecke. Er schlägt seinen mächtigen Unterkiefer in den Hinterleib der Kontrahentin. Es ist ein vernichtender Biss. Wie mit großen Eiszangen packen sie ihre Opfer und spießen sie auf. Der Sandlaufkäfer versetzt der Grillenschrecke einen tödlichen Biss in den Nacken. Während sie ihr Leben aushaucht, labt sich bereits der Sieger. Mit ihren Scheren zerstückeln und zermatschen sie ihre Beute. Und dann verschlingen sie den ganzen Brei. Und ein Sandlaufkäfer frisst genauso, wie er jagt. Schnell. Die Wüste ist gefährlich. Doch die abenteuerlichsten Duelle werden in den Tropen ausgetragen. Wenn eine Riesengottesanbeterin auf eine stachelige Laubheuschrecke trifft, kann es nur einen Sieger geben. Das ist eine weibliche Riesengottesanbeterin. Die ausgezeichnete Jägerin ist im Regenwald zu Hause. Ihre Waffen? Vorderbeine mit Stacheln, mit denen sie ihre Gegner zerquetscht. Ein Mensch mit vergleichbaren Kräften könnte Stahlträger verbiegen. Sie sieht aus wie ein Science-Fiction-Monster, aber ihre Kraft und Brutalität sind real. Gottesanbeterinnen haben den Status einer Ikone. Sie sind ein Mythos weltweit. Sie ist ein Lauerjäger und kann sich nahezu unsichtbar machen. Die Gottesanbeterin verschmilzt optisch mit der Vegetation und ist so für ihre Opfer kaum zu erkennen. Sie kann gestochen scharf sehen. Ihr bleibt nichts verborgen. Gottesanbeterinnen sehen außerordentlich gut. Sie haben ein binokulares Sichtfeld. Das heißt, sie können die Bilder beider Augen unabhängig voneinander verarbeiten. Und im Gegensatz zu den meisten anderen Insekten kann sie ihren Kopf um fast 180 Grad drehen. Ihre Attacken sind phänomenal schnell. Und ihre stachligen Vorderbeine tödliche Waffen. Sie heißen Raubbeine, weil sie die Beute greifen und zu sich heranziehen können. Und die sind unglaublich stark und haben Stacheln, sind ideal, um die Beute festzuhalten. Noch keinem ist es gelungen, sich aus ihrer tödlichen Umarmung zu befreien. Kaum einer legt sich mit der Gottesanbeterin an. Die meisten verstecken sich lieber, wie diese männliche, stachelige Laubheuschrecke. Tagsüber verlässt sie sich auf ihre perfekte Tarnung. Sie sitzt einfach da und bewegt sich überhaupt nicht. Sie hat einen stabilen Panzer, der sie zur ultimativen Kampfheuschrecke macht. Die stachelige Laubheuschrecke ist Vegetarierin. Ihr gesamtes Dasein ist darauf ausgerichtet, nicht entdeckt zu werden. Sie will einfach nur dasitzen und in Ruhe ihr Blatt fressen. Die stachelige Laubheuschrecke setzt auf Verteidigung. Mit ihrem dornigen Körper ist sie das Stachelschwein der Insektenwelt. Die Stacheln haben zwei Aufgaben. Sie verschleiern die Silhouette, sodass sie nicht sofort als Insekt zu erkennen ist. Und sie können auch zu Verteidigungszwecken in einen potenziellen Gegner gerammt werden. Gegen eine Gottesanbeterin wären sie die einzige Hoffnung. Die Riesengottesanbeterin ist der schlimmste Albtraum für jedes Krabbeltier. Ihre Umarmung ist ein Todeskuss. Die Bewegungen der stacheligen Laubheuschrecke wecken das Interesse der Kontrahentin.
Die Gottesanbeterin springt nach vorn und packt die Beute im Nacken. Ihre Vorderbeine umschließen das Opfer. Die Gottesanbeterin durchbohrt mit ihren Stacheln den Außenpanzer des Gegners und beißt zu. Jetzt könnte sich das Opfer noch mit einem Kick wehren, doch die Angreiferin geht kein Risiko ein. Um nicht getreten oder von Stacheln verletzt zu werden, setzt sie die Beine ihrer Kontrahentin außer Gefecht. Als Hors d'oeuvre gönnt sich die Gottesanbeterin ein Bein. Und dann noch eines. Die Laubheuschrecke hat ausgespielt. Auf Gnade der Gottesanbeterin wartet sie vergeblich. Sie frisst ihr Opfer bei lebendigem Leibe. Die Riesengottesanbeterin ist listig und hat tödliche Waffen. Doch wenn es um schiere Kraft geht, ist ihr doch jemand überlegen. Ihr Schlachtfeld ist das Unterholz im Wald. Wenn eine Armee von schwarzen Ameisen eine Armee von Bulldoggen-Ameisen überfällt, bedeutet das absoluter Krieg. Das sind schwarze Ameisen auf dem Kriegspfad. Es ist ein sehr, sehr kleines Tier. Aber wenn 100 von ihnen ihre Kräfte bündeln, ist es eine Wahnsinnsstreitmacht. Sie sind winzig, nur etwa 3 mm groß. Ihre Hauptwaffe? Giftige Ameisensäure, die sie aus ihrem Hinterleib spritzen. Wenn sie mobil machen, sind sie nicht mehr aufzuhalten. Die schwarzen Ameisen sind die am besten organisierten Ameisen von allen. Es gibt die Späher auf Futtersuche und es gibt die Wächter, die die Kolonie verteidigen. Diese Kundschafter marschieren auf feindliches Territorium. Eine Kolonie von Bulldoggen-Ameisen. Sie sind die Giganten der Ameisenwelt. Über 2,5 cm groß, mit riesigen Beißern und einem Stachel im Hinterleib. Schwarze Ameisen gehören zu den kleinsten Ameisenarten überhaupt. Sie sind 160 mal kleiner als eine Bulldoggen-Ameise. Bulldoggen-Ameisen leben in kleinen Kolonien mit teilweise nur 100 Tieren. Sie sind nimmersatte Räuber. Einen Teil ihrer Beute bringen sie ins Nest, um ihre Larven zu füttern. Bald werden diese im Sand versteckten Larven schlüpfen und zu hungrigen Fleischfressern heranwachsen. Aber sie sind auch die Leibspeise der schwarzen Ameisen. Und ihr Nest wurde gerade von Spähern entdeckt. Wenn die schwarzen Ameisen auf Jagd gehen, schwärmen sie aus und erschnüffeln ihre Beute an einem chemischen Stoff. Die Späher der schwarzen Ameisen fordern Verstärkung an. Sie sondern einen hormonellen Duftstoff ab. Die anderen wittern dieses Pheromon und je nachdem, wie stark das Signal ist, rücken immer mehr Ameisen an, um den Job zu erledigen. Die schwarzen Ameisen greifen an. Sie müssen an wahrhaft gigantischen Verteidigern vorbei, den Stacheln und vernichtenden Fängen ausweichen. Einzeln lassen sich die Angreifer leicht aus dem Weg räumen, aber es werden mehr und mehr. Sie stürmen das Nest der Bulldoggen-Ameisen. Die Heimmannschaft ist weit unterlegen. Eine einzelne schwarze Ameise könnte nichts gegen eine Bulldoggen-Ameise ausrichten, aber 100 von ihnen machen sie platt. Und die Angreifer haben einen Vorteil: chemische Waffen. Schwarze Ameisen produzieren in ihrem Hinterleib Ameisensäure und versprühen sie durch Muskelkontraktion einer speziellen Drüse. Eine einzelne Giftdosis ist wirkungslos. Doch gegen einen ganzen Trupp von chemischen Kriegern sind die Bulldoggen-Ameisen chancenlos. Eine Verteidigerin kann in ihren letzten Atemzügen eine der Angreiferinnen zermalmen. Doch eigentlich sind ihre Unterkiefer nicht für diese Art von Kampf gemacht. Die Beißzangen von Bulldoggen-Ameisen sind ganz einfach zu groß, um etwas zu töten, das so winzig ist.
Something that's so dinky. Die Angreifer durchbrechen die Verteidigungslinie und stoßen ins Herz des Nestes vor, die Kinderstube der Bulldoggen-Ameisen. Sie verschleppen die Larven in ihr Nest, um sie dort an den eigenen Nachwuchs zu verfüttern. Die Kolonie der Bulldoggen-Ameisen ist besiegt, vernichtet durch einen winzigen Feind. Es ist eine verborgene Welt, voller Gewalt, Grausamkeit und Tod. Doch sie birgt auch eine sonderbare Schönheit. Sie zeigt die Genialität der Natur in all ihrer Komplexität. Die Duelle im Reich der Minimonster enden im Tod. Doch unser Ökosystem halten sie am Leben.